Hallo, guten Morgen, ich bin's wieder einmal. Ja, wie so oft vom Joggen. Da kommen so Gedanken, die ja, uns einfach wieder zeigen, etwas aufzeigen, Dinge, die uns etwas aufzeigen. Erstmal aus der Stille des Nichtwissens, des Laufens, wo es keine Gedanken gibt. Und dann lande ich ja immer bei den Bäumen. Ne? Wer meine Videos schon kennt und gesehen hat, geht es ja auch immer um die Natur. Und wir sind ein Teil dieser Natur. Und da war ich vorhin bei den Bäumen, riesige Bäume, dicke Stämme. Und plötzlich fangen die an, dass sich die Rinde löst. Und jetzt war ich das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Wochen da oder so. Und jetzt sind sie schon fast kahl gefressen. Also die Rinde ist fast ab, aber nicht jeder Baum. Das ist ganz interessant. Und das hat mich jetzt auch wieder so berührt, dass dann plötzlich so wieder neue Inspirationen gekommen sind. Was zeigen uns die Bäume wieder? Also ich bin da gestanden dann auch und habe mich auch nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Sein wie ein Baum. Mir ist jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung, von wem das ist, aber ich glaube, das findet jeder raus, wenn er will. Und dann bin ich da auch gestanden. Ich habe dann Tai Chi gemacht und dann bin ich wieder gestanden. Dann habe ich mich in diesen Baum hineinversetzt, sozusagen mit den Wurzeln am Boden, die ja ganz, ganz tief runtergehen, aber die Bewegung oben haben, ne? Mit denen ist es, als ob sie viele Arme hätten mit den Ästen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, da passiert jetzt was mit vereinzelten Bäumen, die werden vollkommen kahl gefressen und sind weiß und haben ihre Schutzhülle verloren. Dann denke ich mir, was kann der Baum jetzt machen? Nicht. Er kann erstmal nicht davonlaufen. Das heißt, nichts kann er natürlich nicht machen. Erstens mal ergibt er sich in sein Schicksal erstmal. Er lässt es wohl zu. Und er kann sich nicht wegbewegen, er kann nicht weglaufen. Das heißt, das, was ihm geschieht und wovon er aufgefressen wird, beeinflusst er im Moment also sichtbar noch nicht. Aber wir wissen nicht, oder ich weiß nicht, was im Inneren des Baumes geschieht. Und was tatsächlich dann passiert, wie er das macht, das ist völlig interessant. Auf jeden Fall geschieht es nicht äußerlich. Und das wiederum bringt mich wieder zu dem Gedanken, dass es bei uns genauso ist. Gut, ich bin jetzt da wieder weggegangen, weil ich ja A, kein Baum bin und B, Beine habe zum Gehen. Also meine Wurzeln sind sozusagen augenscheinlich verkürzt auf die Oberfläche und ich kann mich bewegen. Und da ist mir wieder so eingefallen, dass viele Leute das machen. Das hatte ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Irgendwie woanders hingehen, in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Weiß ich nicht, wo sie hin wollen, in irgendeine Höhle. Keine Ahnung. Und glauben, dort würde sich alles verändern. Und da liegt ja der große, große Trugschluss. Weil egal, wo du hingehst, dein Baumstamm ist hier. Das ist egal, ob du jetzt den Stamm irgendwo anders hin verfrachtest, wo du bist. Und viele Leute glauben, ich mach mal kurz die Äuglein zu, gehe woanders hin und gehe auch in ein anderes Land. Und dann ist sowieso alles gut. Das ist einer der größten Trugschlüsse, die es gibt. Denn egal, wo du hingehst, wenn du irgendwelche Themen hast, wo du denkst, ich gehe jetzt einfach mal weg, wird sich das Thema an Ort und Stelle einfach wieder zeigen, egal was du machst, ob du jetzt einen neuen Job hast oder
eben neues Haus, neues Land, weil du nimmst ja deine Probleme mit, weil sie in dir wohnen. Solange du nicht in dir arbeitest, wird sich im Außen überhaupt nichts bewegen. Also macht es Sinn, doch den Weg nach innen zu gehen. Aus meinem Blickpunkt heraus. Und nur dort lässt sich jegliche Lebenssituation verändern, weil es ist nicht das Leben an sich, sondern es ist nur die Lebenssituation. Und die haben wir ja auch selbst herbeigeführt. Niemand anders macht das, sondern wir sind dafür verantwortlich. Die Frage ist, ob wir auch verantwortlich dann damit umgehen und es auch wieder auflösen wollen. Ja, wenn du dazu bereit bist und dazu mehr Informationen hast, wie das schnell und unkompliziert gehen kann, dann kannst du dich gerne melden unter 089-122-96485 oder auf meine Homepage gehen, www.my-lifestyle-design.com. Alles Liebe, bis dahin. Ciao.